Und damit ein überraschendes Hallo zu einem neuen Unboxing-Video. Hey, ich habe damit echt nicht gerechnet. Ich gucke in meinen Briefkasten. Paket DHL. Ich habe nichts bestellt, okay. Ich wüsste auch nicht, was kommen könnte. Ja, dann habe ich das heute abgeholt. Die Gedickete. Hier haben sie einen schönen Loot-Aufkleber drauf getan. Da steht drauf, eine Lootbox kommt nie zu spät. Ebenso wenig zu früh. Sie trifft genau dann ein, wenn sie es beabsichtigt. Ja, anscheinend hat sie beabsichtigt, heute zu kommen. Ja, das hat mich echt überrascht, dass die jetzt schon... Ich habe damit Samstag gerechnet, weil Samstag ist eigentlich mein Liefertag. Habe ich es ja so ausgewählt, dass ich auch zu Hause bin. Aber da haben sie eine Paketstation reingetan. Auch gut. Messer ist am Start. Machen wir die mal auf. Die zahle ich monatlich selber. Die kostet an die 35 Euro mit dem Upgrade. Weitere Informationen, und wenn ihr auch eine haben wollt, in der Videobeschreibung ist ein Link. So, hab mich auch nicht spoilern lassen. Das ist auch übrigens ein gedicktes T-Shirt. Jawohl. Die hat sich verspätet, weil ein Artikel im Zoll festgehangen hat. Also irgendwann hat sie sich verspätet. Also natürlich fahren wir zuerst mit dem T-Shirt an. Aha. Irgendwas mit Garfield. Ein riesen Garfield. Das Herrscher von Garfield. Also wer aus den 80er, 90er Jahren kommt, müsste das kennen. Sorry für die Lichtverhältnisse, aber ich wollte das eigentlich am Samstag ausgepackt haben, aber weil die ja schon mal da ist, okay, mach das heute. Deswegen Entschuldigung, dass das nicht gerade so in den Lichtverhältnissen, besonders da die Ecke, da, genau da. Obwohl es natürlich weich. Das letzte Unboxing-Video von der Degusta-Box ist ein sehr erfolgreiches Video geworden. Dafür möchte ich mich gerne ganz herzlich bedanken, über 240 Aufrufe. Wahnsinn. Chapeau. Dann haben wir als nächstes was von Crash Bandicoot. Ist auch ein sehr, sehr bekanntes und altes Spiel. Ein Blind Pack. Anhänger für deinen Rucksack. Bin mal gespannt, was da drin ist. Oh, welche Hauptcharakter. Ja, sehr schön. Mit die Maske. Wunderschön. Cool. Ich glaube, der kriegt der Alex. Warte mal, 85. Der ist nämlich Crash Bandicoot Fan. Habe ich auch schon mal gespielt, aber ist nicht so. Aber es wird immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer. Dann haben wir als nächstes ein Toaster, Poster von Jaws, Amity Island, Welcome You. Also über den weißen Hai ein Poster. Und da ist noch was drin. Oder ist das doch kein Poster? Ach nee, das ist ein Wimpel. Ja, normal sind Poster ja so eingerollt. Aber das ist ein Wimpel. Schön. Cool. Jaws, Amity Island, Welcome You. Schick, schick. Echt? Oh. Sieht sehr gut aus. Hätte es noch andere Motive gegeben. Von Jurassic Park. Opening Weekend. Willkommen to E Valley. Back to the Future. Aber wahrscheinlich wäre es nur eine Variante gegeben. Können wir ja gleich im Bluttest gucken.
Dann tust du mal da mal hier entsorgen. Auf dem Sessel. Heute für die Worte. Ist auch sehr warm heute gewesen. Und da stand ich über eine halbe Stunde im Stau wegen einem Unfall auf der A40. Als nächstes haben wir Double Dip. Kennt man auch. Das ist ein Brausepulver. Und das ist ein Stick. Den tut man ganz normal anfeuchten, andecken. Und dann tut man das Pulver dran und dann ist das ein bisschen säuerlich. Gab es auch, glaube ich, schon in der DDR. Oder in den 80er. Ob es eine DDR gegeben hat, kann ich jetzt so gerade nicht sagen. Habe ich so immer behauptet, aber könnte ja möglich sein. Mit Orange und Kirsche. Orange und Cherry. Kenn ich auch. Habe ich auch schon geholt. So ein Trinkkarren-Kiosk. Dann haben wir die kleine bunte Tüte. Aus Papier. Sehr schön. Aha. Nur die Stickers waren drin. Meine Hände sie die auch so tun können. Lightside, Darkside. Helle Seite, dunkle Seite. Natürlich von Star Wars. Komm zur dunklen Seite. Nein, ich bin dein Vater. So, als nächstes haben wir. Warte mal. Something Wild Kartenspiel Nuevo de Cartas. Ah, das ist der französische. Gioco de Carte. Oder Die Card. Da ist auf jeden Fall eine kleine Figur mit dabei. Ja. Wird wahrscheinlich so ein kein Starter-Set sein, sondern halt eine Erweiterung. Oder ist das ein Starter-Set? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir gleich mal einen Looter gucken. So sieht die Figur auf jeden Fall aus. Schick auf jeden Fall. Ja. So ein Funko-Style. Funko-Pop-Style. Diesen großen Kopf. Ja, sieht schön aus. Und Disney. Damit kann es nicht günstig sein. Wegen Lizenz. Dann haben wir als nächstes. What is this? Okay. Bagnalo V2. Keine Ahnung, was das ist. Warning. Mhm. Shock Hazard. Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Kennt ihr das? Ich kenn's nicht. Warning. Auf jeden Fall eine Warnung. Sag mir echt nichts. Oh, das ist wieder meine Sache, wo man, wenn man eine Anime-Figur jetzt wäre, lauter Fragezeichen. Oder eine Zeichentrickfigur von Disney. Lauter Fragezeichen. Oh Gott. Dann haben wir. Yeah. Was für Harry Potter-Fans? Das tun wir mal dahin. Zwei schöne. Münzen. Wizard Ding World. Das ist also nah. Da haben wir einmal den Ginny Weasley Dumbledore's Army. Und das ist Hermine Granger. Ah, Hermine und Weasley. Haben wir auch schon lange nicht mehr dran gehabt. Die Saw of Exiting is Eid Breaking the Walls Reductor. Das müsste ein Zauberspruch sein. Hab schon lange kein Harry Potter mehr geguckt. Dumbledore's Army. Zwei Metallmünzen. Was das eine ist, das weiß ich immer noch nicht. Dann haben wir als nächstes vom Marvel ein 3D Puzzle Eraser. Ich glaube, das war vor kurzem noch als Teaser gewesen. Und dann war das doch kein verfälschtes Produkt, was in den nächsten Monat kommen soll. Dann ist es doch mit dabei. Ja, Gott, ey. Ein 3D-Puzzle.
machen wir es mal auf. Dann puzzeln wir mal. Immer schön vom eigenen Körper weg, sonst. Aua. Okay, das hatten wir auch vor vielen Monaten. Da war der Hulk dabei. Und den habe ich an meinem Regal stehen. Genau da. Wow, ich bin jetzt überfordert. Spider-Man, Peter Parker. Das soll, glaube ich, ein Radiergummi sein. Aber ist eigentlich viel zu schade dafür, als Radiergummi zu verwenden. Stehen die wenigstens? Ja, der steht wenigstens. Also nicht so kopflastig. Manche Figuren sind ja so kopflastig, die kippen einfach wieder um. Ja. Dann haben wir als nächstes, bevor wir zum letzten kommen, Zauberwelten. Das ist auch regelmäßig drin. Moin. Ja, Frühjahr 2022, im Wert von 3,90 Euro. The Witcher. Netflix. Aha. Vielleicht kann ich euch ja was zeigen. Was Schönes. Mal gucken. Nee. Schade. Aber ich gebe doch gerade hier. Ja, hier. Ah. Ja. Sehr schön. Immer wieder interessant. Dieses Mal geht es um Elden Ring, den RPG Action Adventure mit für PC, PS4 und Xbox und Schlag mich tot. Die Schlacht von Runeda, Spuk und Geisterhäuser, Eloria in Bottrop und Schleichfahrt. Das ist ja garantiert etwas mit U-Boot zu tun. Schleichfahrt. Dann kommen wir als letztes, und das wird wahrscheinlich ein Upgrade sein. Dann ist die Kiste leer, da ist noch das Loot-Heft. Das brauchen wir gleich noch. Star Trek, die offizielle Starship Collection. Aha. Star Trek Deep Space Nine. USS Definitive Action Play. Playcry, oder wie das so nennt. Keine Ahnung. Und machen wir das mal auf. Ja. Auch noch ein Styropor. Ein Styropor ist ja echt. Kann echt nerven. Styropor. Da ist ja lauter Krümel rum. Messer. Styropor ist das Schlimmste, was ich geben kann. Ah, bitte lauter Krümel. Ich habe leider von meinem Bruder das Armboxing-Messer irgendwo hingelegt. Ich finde es nicht wieder. Wenn ich was anderes so, dann findet man das. Okay. Ah, schon hast du lauter Krümel in der Wohnung. Ach, ist das nicht herrlich? Nee. Sieht aus wie ein Bilderrahmen. Keine Angst, ich zeig euch das schon nicht. Schon. US Defense Star Fleet Registrierungsnummer First. Aha. Commander. Aha. Ah, das ist so ein. Ein Bronzeschild. Die ganze Crew steht hier drauf. All I ace eat our ship and our star to stay hereby. John Mansfield. Rick Berman, Michael Piller, Ira Steven Burr, David Livingston. Ich will nicht wissen, was das gekostet hat. Aber das werden wir gleich erfahren durch das Loot-Heft. Das war's. Jetzt kommen wir zur Rechnung. Die kostet so an die 36 Euro. Maximal 40 mit dem Upgrade. Informationen in der Videobeschreibung. Dann rechnen wir mal zusammen. Also, die Münze von Harry Potter, die kosten 16,95 €. Ja, Lizenz und aus England und alles teuer. Ich würde höchstens, wenn es hochkommt, 10er bezahlen. Sending Y, Kartenspiel Disney Villains.
Das Spielprinzip von 20 White ist relativ simpel. Sammle Karten in der gleichen Nummer und der gleichen Farbe, um die Fähigkeit der dunklen Fee Malefiz freizuschalten und damit deinen Spieler zu übertrumpfen. Ursula, Cruella, Hades und andere üble Disney-Gesellen helfen dir dabei. 9,95. Das ist in Ordnung. Allein die Figur, die kostet ja normalerweise auch so 12 Euro. Bank ist nämlich nicht gerade günstig. Dann haben wir 1 von 8 Wimpel. 11,95. Ah, Lizenz kennt ihr ja. Immer ein bisschen mehr. Ja. Dann haben wir ja das Garfield Buscat. Ah, das soll ein Bus sein. In dem bekannten Manga meiner Nachbar Totoro von Studio Ghibli ist der Katzenbus das besten Transportmittel für Waldgeister und kleine Mädchen. Ob John und seine Totoro-Odie diese lasagne fressenden Garfield-Katzenbus genauso gut dienen wird oder ob er zwischendurch einschläft, ist noch offen. Ah, ja. Standardpreis 17,95, weil das ein exklusives gedigitales Produkt ist. Also Preis völlig in Ordnung, die Qualität ist ja super. Das Türchen ist auch schon etwas älter, so sagen wir über ein halbes Jahr, ja. Und sieht immer noch Bombe aus. Dann haben wir den Rucksackanhänger Crash Bandicoot. Das ist ein guter Preis, 6,95, würde ich auch so bezahlen. Gut, ich gebe vielleicht ein Angebot mal für 4 oder 5 Euro. Aber sonst ist das ein super Preis. Dann kommen wir zu den Fragezeichen. Hexbook Nano. Der Hexbook Nano ist ohne Zweifel der bekannteste Winzling unter dem Roboterkäfer. Er bewegt sich, indem er seine Beine auf flexible Gummi hören lässt. Trifft er auf ein Hindernis, sucht er sich einen anderen Weg, bis er deinen Schreibtisch überquert hat. Der Hexbook läuft mit AG13-LR44 Batterien, von denen natürlich auch welche direkt enthalten sind. Ah. So. 5,95. Also ich weiß nicht, ob das teuer ist oder günstig ist. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu meint. Das Avenger Puzzle 3,95 ist in Ordnung. Weil normal kosten die auch immer an die 5, 6, 7 Euro wegen dem Lizenz. Die Zauberwelt ist umsonst. Das Double Dip Candy ist auch umsonst. Die Aufkleber Light Side, Dark Side 95 Cent. Ja, ist nicht ganz günstig für einen einfachen Aufkleber. Naja. Okay, das war's einmal. Somit haben wir einen Preis von 74,60 Euro. Mahlzeit. Captain Picard, der US Voyager von Captain Janeway, die US Defendant von Commander Sisko, die Original von Captain Kirk oder der gebaute Enterprise von Commander Archer sind allesamt legendäre Schiffe. Du bist jetzt im Besitz einer Widmungsplakette von der Brücke eines dieses Schiffes. Zusätzlich zu den Namen und den Klasse des Schiffs findet man manche noch Daten wie der Erbauungsort, den Namen der Konstrukteure, wichtige Crewmitglieder oder Kommandanten und andere wichtige Daten auf heroischen Dekoplatte. 25 Euro für das Blatt. Also, das ist schon ein Gesalzlerpreis. Also, das muss man schon sagen. 24,95 dafür. Ja, das ist nicht gerade wenig. Somit haben wir einen Preis von 99,55. Berechnen wir die 35 Euro mal ab. Da sind das ein Gewinn von einer Ersparnis von 64,55. Nächsten Monat gibt es was von Deadpool. Ah, ist geil. Deadpool ist cool. Haben wir den ersten Teil mal gesehen. Es war ganz schön unter der Gürtellinie teilweise die Sprüche von dem, aber der ist lustig. Somit haben wir noch was Neues vom Shop. Also falls ihr keine Loot Crate haben wollt, also keine gedickte Box haben wollt, wir haben immer noch separate Sachen
kann man sich dann auch so kaufen. Zum Beispiel das Schild, das hier, T-Shirt, vom Wimpel, alles Mögliche kann man sich dann sich holen. Dark Horse, The Witcher 3 Figuren. 39,95. Ja, die hätte ich auch gerne. Sieht schön aus. Eieieiei. Star Wars, The Mandalorian, Ogu im Pilotensitz, Sammlerfigur. 1:2, Maßstab 220 Euro. Ja, das ist schon ziemlich ordentlich. Fröhliches Überraschungsshirt, getickettel, ab 7 Euro. Frühlingsüberraschungs-Hoodie ab 15 Euro, inklusive Mehrwertsteuer, also Märchensteuer. Da habt ihr noch einen Link, also einen Gutschein, Shirt 22 bei beiden. Also gdlink.de/shirt22. Damit könnt ihr euch da ein paar schöne T-Shirts und ein paar Hoodies euch bestellen. Aber ich würde jetzt lieber sagen T-Shirt, weil es ist warm draußen. Ja, also das war wirklich eine sehr schöne Box, was mich auch sehr überrascht hat, dass die heute da war. Gut gemacht, die Etikette. Und wahrscheinlich haben sie auf dieses Update gewartet. Ja, somit wünsche ich euch einen Abend. Wir sehen uns nächsten Monat wieder zu einem neuen Unboxing. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, habe ich schon gesagt. Ja, Doppelkombop hält ja besser, ne? Genau. So sieht's aus, Freunde. Ein Abo, falls ihr noch keins da gelassen habt. Die Glocke aktivieren. Ein Däumchen wie ein Träumchen. Einen Kommentar. Wunderbar. Bis dahin. Ciao. Mit Frau.